Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einem weiteren Part des FIFA Ultimate Team Pack Opening Let's Plays zum 1 Million Pack Opening Spezial im Rahmen meines einjährigen Bestehens auf YouTube und damit herzlich willkommen. Und ich würde mal sagen, wir legen hier sofort los und schauen einfach mal, was uns in den Packs hier begegnet. Wir haben hier noch aus der letzten Folge noch ein Silberpack, was wir jetzt noch zu ziehen haben. Und ich würde mal sagen, das machen wir jetzt hier ohne weiteres. Und sehen hier Fernando Baiano, ehemaliger Wolfsburger, wenn ich mich nicht täusche. So. Dann haben wir hier noch Nkata und Leon, dem Fritz Meloni bekannt kommen wird. Der war ja bei ihm mal im Let's Play. So. Dann würde ich mal sagen, alle Objekte im Verein speichern, dann können wir weitergehen. Mit den Goldpacks, die natürlich unser Hauptziel sind, noch knapp 850.000 haben wir noch hier zu ziehen. Und das werden wir auch jetzt hier machen. Wird in mehreren Folgen zu sehen sein. Jetzt haben wir hier Ansaldi als Top-Spieler und im letzten Part habe ich es gesehen, gab es einige Aussetzer, weswegen wir immer wieder ins Menü gefallen sind. Und das liegt halt einfach daran, dass, wie gesagt, halt der Transfermarkt immer noch nicht optimal hier ist bei FIFA 14, dass die Mache hier diesen Bug hier nicht beheben konnten. Aber es ist jetzt eh sowieso alles in Vorbereitung auf das neue FIFA 15, was ja wirklich gut ist. Ich konnte jetzt auch schon in den letzten Tagen die Demo anspielen und ich war wirklich komplett überrascht. Es macht einfach nur Spaß am PC, nur ich wollte es aufnehmen für euch, aber wie gesagt, es hat nicht funktioniert. Also das Spiel wurde nicht erkannt von meinem Aufnahmeprogramm. Ich werde nochmal versuchen, gelegentlich mit Fraps aufzunehmen, was ich eigentlich ungern tue. Jetzt haben wir hier Ibrahima Traoré gezogen, der vom VfB Stuttgart zu Gladbach gewechselt ist, ablösefrei. Der wird hier zwar angezeigt, wir haben ihn, deswegen, wenn wir ihn jetzt holen sollten, wird man wieder ins Menü zurückfallen. Von daher lassen wir das und machen weiter. Nächstes 7,5K-Pack. Schauen mal, wer jetzt drin ist. So, das Bällchen dreht sich und wir ziehen Jermaine Defoe und ein WM-Pack. So, Defoe vom FC Toronto. Nehmen wir mal hier auf die Transferliste, ob er noch was wert ist, wird die Frage sein. So, und wie gesagt, in der letzten Folge habe ich euch ein bisschen was von meinem Urlaub erzählt und Infos zum aktuellen gerade und hier könnte ich es auch nochmal erwähnen, und zwar werdet ihr jetzt hier vor den Folgen neue Intros sehen, die gemacht worden sind vom lieben Black Bull. Jetzt sehen wir hier Jerome Boateng und Joe Cole, der den Weg gemacht hat zu Aston Villa. Und jetzt haben wir das, was in der letzten Folge uns begegnet ist, nämlich der Absturz sozusagen aus Ultimate Team, da bei FIFA 14, wie gesagt, der Transfermarkt-Bug hier noch läuft und der nicht erkennt, ob man das jetzt schon mal als Dings hat oder nicht, ob man es schon hat im Team oder eben, wie gesagt, nicht. So, so, dann gehen wir mal weiter. Und machen es. Wie gesagt, seht ihr dann auf jeden Fall noch ein schönes Intro und das Layout bei mir auf dem Kanal, so wie das neue Profilbild, ist ebenfalls von ihm gemacht worden. So, Daniel Agger ziehen wir jetzt hier vom FC Liverpool. Rafik Cebur, aber nichts Interessantes. Unter anderem das Wappen vom VfB Stuttgart, welcher ja unsere neue Mannschaft sein wird im FIFA 15 Karrieremodus. Sofern ich das schaffen kann, da die Echse dann für das Spiel zu aktivieren. Weil ich fand es schon ärgerlich, dass das passiert ist, aber wie gesagt, das kann natürlich vorkommen.
ist ja auch nur ein Spiel, was zum Glück wirklich funktioniert auf meinem Aufnahme-PC. So. Nächstes 7,5K-Pack. Dann kommen wir ganz genau auf die 800.000. So. Jesus Navas. Nicht schlecht. So. Das Freundchen nehmen wir mal auf die Transferliste. Also 8 durchweg interessante Spieler, die wir hier jetzt schon bereits gezogen haben. Nicht solche Größen wie jetzt Neymar, Messi, Ronaldo, Bale, Robben, Ribéry. Und wie sie alle heißen. Also es gibt sehr, sehr viele Spieler, die mir noch fehlen. Und die einfach auf dem Transfermarkt gerade wirklich teuer sind noch. Azpilicueta, Ross Barkley, das Talent vom FC Everton. Aber nicht interessant. Dann würde ich sagen, ziehen wir gleich das nächste 7,5K-Pack. Und schauen mal, wer uns hier über den Weg läuft. So, alles Santorini. Aber haut mich nicht vom Stuhl, also ganz ehrlich. Weiter geht's. Schauen wir mal, wer als nächstes kommt. Und FIFA 14 an sich war ja auch wirklich ein schönes Spiel. Da habe ich ja die meiste Zeit eher die Aufnahmen gemacht für die Bundesliga-Prognosen, als so ein Let's Play an sich ja nicht. Weil ich mich eher auf den Fußballmanager konzentriert habe mit dem FM13 zu Beginn meines Bestehens hier auf dem Kanal. Mit dem Hamburger SV im Bergespielstand munter fortgeführt. Dort nochmal das Ganze erfolgsmäßig geschafft, was der Bergi hatte, und nochmal einen draufgelegt. So. Und jedenfalls ging es dann weiter. So Mitte Oktober war es ja der Badeschlappen, der mittlerweile eine absolute Größe auf YouTube ist mit seinen 40.000 plus Abonnenten. Nochmal einen herzlichen Glückwunsch. Er macht es wirklich auch überragend, muss man schon sagen. Habe ich dessen Alemannia Aachen Spielstand ja auch übernommen und den ein bisschen fortgeführt. Allerdings habe ich mir dann überlegt, stellst du das Ganze erstmal vorläufig ein, damit du dich auf andere Projekte konzentrieren kannst, wie zum Beispiel dein eigenes im FM 14 mit dem VfL Wolfsburg, mit Manchester United und Hertha BSC Berlin. Drei Vereine, die wir da gecoacht haben. Unterschiedliche Möglichkeiten, die wir hatten bei jedem Verein. Und die teilweise auch zu unseren Gunsten genutzt haben. Und ich habe während dem Urlaub gemerkt, dass bei euch die Aufrufzahlen in dem FM14 Let's Play relativ bescheiden sind, würde ich es mal nennen. Und da habe ich mir einfach überlegt, dass du es einstellst, weil, ganz ehrlich, was bringt es einem, wenn er nur 30 Aufrufe auf dem Video hat? Bei 344 Abonnenten, die ich zu dem Zeitpunkt hatte oder habe, kann sich ja immer wieder ändern, entweder ins Negative oder ins Positive. Und jedenfalls muss ich da schauen, wie ich es mache. Also FIFA 15, der Karrieremodus, wird dann kommen, wenn ich soweit alles im Hintergrund geschafft habe, zwecks Aufnahmemöglichkeiten. Wird es auf jeden Fall kommen. Jetzt sehen wir hier Walter Samuel, der zum FC Basel gewechselt ist, von Inter Mailand, als dort sein Vertrag auslief. So, jetzt sind wir bei 753.000. Muss immer wieder mal auf die Uhr gucken, damit die Folgen hier nicht zu lange werden. So, Negredo. In der Valencia-Variante ist ja dorthin gewechselt, auf Leihbasis. Von Manchester City, dann noch Sheikh Tiote und sonst nichts Gescheites. Bis jetzt ist es eher nicht so top hier. Sind zwar immer wieder der ein oder andere Top-Spieler darunter, aber nicht die großen Größen. So, Patrick Ebert, der Ex-Berliner. Rasmus Elm, Agassi, nochmal ein WM-Pack. Da hatte ich auch fast alle Spieler zusammen. So.
Messi auf dem Pack, vielleicht im Pack. So, schauen wir jetzt erstmal drauf. Das Bällchen dreht sich. Und wir haben Willy Caballero und Roel Brouwers. So, was kann man denn noch sagen? Also in der letzten Folge habe ich ein bisschen Urlaub angerissen. Jetzt sehen wir, hier ist einer offline gegangen. So, Luis Gustavo, auch nicht schlecht. Haben wir aber schon gehabt. Der Brasilianer, der eigentlich ein recht gutes WM-Turnier gespielt hat. Bei den eher enttäuschenden Brasilianer. Man erinnert sich noch an die 7:1 Klatsche, die in Deutschland zugezogen hat. Also es war ja ein Spiel für Gourmets. So, Kucker. Und Ramsey, der immer wieder, wenn er ein Tor macht, irgendwie im Anschluss irgendwelche Todesopfer gibt. Na gut, also jetzt ziehen wir dann das Pack hier noch, dann würde ich sagen, zu den 700.000, dann schließen wir die Folge 2 hier. Und ziehen jetzt erstmal Chardell und den lieben Freund vom Baumi. Felipe Caicedo, jetzt bei Espanyol Barcelona. So. Dann gehen wir gleich mal weiter. Währenddessen ich jetzt hier mal noch überlege, wie ich die Folge nennen könnte. So. Nächstes 7,5K-Pack. Und jetzt schauen wir mal, wer uns hier über den Weg läuft. Und es ist einer aus dem Team der Woche mit Steven Defour. Und dann haben wir hier noch Daley Blind in der Manchester United Version. Klasse. Kriegen wir also doch noch einen aus dem Team der Woche. So, das ist natürlich jetzt der Titel. Defour in Form. So. Der liebe Cahill hier auf dem Blatt. Und wir haben hier Andres Fernandes, ein neuer Keeper vom FC Porto. Fletcher der Schotte, Gabbiadini. So, 3.900, dann können wir einen 3.750er aufmachen. Und dann würde ich sagen, machen wir das Pack hier noch auf und dann war es das hier auch für die zweite Folge. Und ziehen jetzt hier einen Schweden. Hey Lemark vom PSV Eindhoven. Ogun Jimmy, der Belgier. Auch ein gutes Talent aus den Reihen der Belgier. So. Ball können wir abstoßen und dann würde ich sagen, schließen wir hier die Klappe in diesem zweiten Part der 1-Million-Pack-Opening-Reihe zum einjährigen Jubiläum auf YouTube. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wünsche euch noch einen schönen Tag hier auf YouTube. Schaut euch meine Videos an, FM14, FM13, Fußballmanager, FIFA 14, Prognosen und so weiter. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei eurem Sphinx Mido. Servus!